fahren auf eine Hip-Hop-Jam. Ja, ich will nochmal von Ihnen eine Meinung wissen, weil James ist ein alter Hase hier auf der Insel. Freunde der Sonne, graues Wetter auf Mallorca, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf GTV, heute unterwegs auf der Insel. My man Chino aka James, Joao. Wir fahren auf eine Hip-Hop-Jam, Hip-Hop-Konzert. Und wir fahren so weit, also fast das weiteste, was geht auf Mallorca, und zwar nach Alcudia. Sie? Alcudia oder Porta? Ja. Alcudia. Ja. 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 ist mein Bro Chino. Wir kennen uns fast 10 Jahre und ist einer der ersten Menschen, die ich kennengelernt habe. Und den werde ich nachher auch noch mal ein paar Sachen fragen und so in Ruhe. Das hier als Intro, wir fahren jetzt ein bisschen Autobahn und sobald wir da sind, gibt's Action. A través del cristal, sigo en la espiral. Quiero respirar, asfixia mental. Mis diablos por mis sueños sobre Más Mallorca. Sind angekommen, ja, Musik ist laut. Wir kommen jetzt erstmal an. Sagen mal hier und da hallo. Also ich war ja schon auf vielen, vielen Jams hier und ich weiß noch, was mich so erwartet, aber hier war ich noch nie so und ich finde, das hat voll den Flavor. Hier sind richtige Blocks und das Apartment heißt Apartment Mississippi und ja man, ihr seht's ja, ne? Also ich finde das super geil. Ich wünschte, ich hätte meine andere Kamera mitgebracht, um wirklich ordentliche Bilder zu machen. Und es hat auf jeden Fall jetzt schon guten Flavor hier mit diesem Block direkt. Ja man, mal gucken, was wir so reinkriegen. Vielleicht kann ich mich mit ein paar Jungs unterhalten. Ich habe im Sommer ein paar Mal mit einem Kollegen, mit meinem Bro Messerli, habe ich ein paar Hip-Hop-Veranstaltungen gemacht. Und die Jungs sind da aufgetreten, die heute das organisieren hier. Und ja, die waren immer da und so, wenn wir die brauchten. Und jetzt sind wir auch hier. Und ich bin gespannt und vielleicht rede ich noch mit dem einen oder anderen und mache dann hier meine tollen Untertitel rein. Leute, auf geht's, Hip-Hop Mallorca. Quiero un fuerte ruido para mi primo, para mi hermano. Duende, por favor, fuerte ruido para él, joder. Also ihn feiere ich auch sehr. ¿Y qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Also das ist sein Block hier. Also er lebt hier auf jeden Fall. Familie, ganze Familie ist da. Yeah, me iba a Mallorca representa, hermano. Check it out. Por eso estoy con otra mejor. Ich habe früher, also vor ein paar Jahren noch, bis vor ein paar Jahren, Mallorca-Rap sehr krass verfolgt, so, weil ich einfach viel mit den Jungs auch unterwegs war. Der Chino, wir kennen uns seit 10 Jahren, kurze Story, da konnte ich noch kaum ein Wort Spanisch und war dann so ein halbes Jahr hier und wollte unbedingt halt irgendwann halt wieder Bock, irgendwas mit Rap zu tun zu haben. Wenn man auswandert, hast du eine Zeit lang andere Gedanken und Sachen zu tun. Irgendwann dachte ich, ey, ich habe wieder irgendwie Bock, irgendwas mit Rap zu machen und habe dann eine Facebook-Seite gefunden, die hieß Mallorca Rap, habe den angeschrieben, der hat mir die Nummer vom Chino gegeben, vom Chains, so heißt er heute, sein Künstlername. Und den habe ich angeschrieben und er hat mich direkt eingeladen, am ersten Abend zu sich nach Hause ins Studio, quasi Home-Studio. Long story short, wir haben dann einen Track zusammen gemacht, wir haben uns mit Google Translator verständigt und wir sind immer noch befreundet. Also ich habe einen großen Bezug zu der Szene, ich kenne auch viele Jungs in Palma, die Mucke machen und so. Aber ich habe so ein bisschen die letzten Jahre nicht mehr so krass verfolgt. Aber es ist halt so, es gibt sehr viel Boom-Bap, sowas, was wir jetzt so hören. Ne? Sehr viel auch, die spielen das auch live, die spielen auch ihre langsamen Sachen so, ne? Wo andere bei uns vielleicht sagen würden, ey warte mal, ich spiele jetzt mein live-taugliches Material, aber die spielen halt immer alles. Es ist sehr undergroundig. Es ist halt, und es gibt so zwei Extreme. Es gibt diesen undergroundigen Boom-Bap-Sound und dann gibt es halt so extreme Trap und abgedrehte Sachen, moderne Sachen. So die Mitte fehlt ein bisschen, also meines Erachtens, die Mitte fehlt so ein bisschen.
Und so Straßenrap zum Beispiel, wie wir das kennen, ist auch nicht so, ne, also gar nicht so krass vertreten. Hier zumindest auf der Insel. Auf dem Festland schon wieder anders, ne? Was gibt's noch zu sagen? Die Jungs, die das hier organisieren, die auch Headliner spielen, Maki, Siete Pisos, finde ich sehr, sehr gut. Die gehören auch zu den, glaube ich, zu den Gefragten, so, also zu denen, die jetzt so ein bisschen hier gehypt sind auf der Insel, weil die einfach auch eine sehr gute Live-Show machen, also Maki und sein DJ, Orion. Und genau, wir unterhalten uns auch noch später auf jeden Fall mit Chains, auf jeden Fall ein bisschen über Rap. Und ich versuche da ein bisschen Spanisch zu machen, aber bis gleich. Aplicando confianza, la cultura nos define, somos libres sin fianza. Estáis listos, estudiando los manuscritos, y con los motivos y compartimos. Hermandad se gana, aunque loco, 92, negado voy, poco a poco. Como un chicle, hablando sin saber, se la juegan todo a un triple. No sigas esa línea, es normal que se te complique. Mejor que ya te apliques, mi estilo brilla tanto que te adona como aplique. No hace falta que explique, mis barras te retumban como el grito de un speaker. Tus barras no me sirven ni para el juego de mi chicken. Gente, al toque más caliente y es así continuamente. Veo un poco reales, oh, necesito lentes para yo tantos verbales. Con verbales que se sale y que se queda cuando no te sientes fuerte. Cuando no te sientes fuerte, oye, ¿cómo dice? Ya no sé con quién yo tengo que andar. They're gonna try to move. They're gonna try to move away from life. One time, one time. Life, cause they need you down. They need kurz ein paar Meter weggegangen und ich bin hier mit meinem Bro Chains und ja, ich will nochmal von ihm eine Meinung wissen, weil Chains ist ein alter Hase hier auf der Insel, so, der ist ungefähr so alt wie ich und ist auch lange dabei hier im Game und ja. Yo he dicho antes como el mayor rap para mí, los últimos años no estoy siguiendo tanto, pero antes sí, es mucho boom bap, mucho, es lo que sé. Y al otro lado mucho también de trap y cosas modernas, sí. Esas cosas. Y se falta un poco para mí, en mi impresión es como se falta un poco de la mitad. Como, y de la calle, no hay rap de calle. Sí. En Alemania, por ejemplo, una cosa que es la mayor, una de los mayores en Alemania en el rap es de la calle, ¿sabes? El gangsta rap y todo. Ahí tienes que pasar a los vecinos. Tranquilo. Hola. Tú me explicas. Mallorca rap en un par de palabras, en un par de frases. ¿Qué es? Mallorca, ya ahora. Ahora hay chicos con mucho talento ahora aquí en Mallorca. Ahí está, hay una generación nueva de chavales entre 20 y 30 años que están haciendo cosas muy serias. Ya. ¿Y en qué estilo? Mira, eso que dices, hay, estilos. Hay todo, hay mucha gente haciendo boom bap, hay mucha gente haciendo trap, hay mucha gente haciendo drill, hay mucha gente haciendo reggaetón. Todos los estilos, papi. Vale. Y si tú puedes recomendar, digamos, tres artistas. Primero, claro, Chains. Check Chains up, bros. Auf jeden Fall Chains abchecken auf Spotify. Ich hau auf jeden Fall Link rein, unten in die Beschreibung. Oder ponerlo en la descripción. Zu Link für Spotify. No sé qué. Claro que sí, bro. Pero dígame tres nombres y lo ponemos. Que tenemos que. También, yo tengo un par de amigos y también seguidores que son curiosos e interesados por rap de todo el mundo. Por eso, de verdad, un tip. Wow, tres. Ahora mismo, Boom Bap, Underground, Maki 7 Pisos. Trap, Gangsta Rap. Chromo Gucci. Chromo Gucci. Pues dejamos con dos, ya está. Sí, con dos, sí, porque es que no sé qué más decir. Estoy escuchando muy poco, tío. Yo tampoco, los dos últimos años. Es que no recuerdo cómo se llama. Hay un chico de la Hip Hop Skills que es un niño
y es brutal, es muy bueno, muy bueno. Claro. Y nos, pero no sé cómo si, se llama. Si te recuerdas, me das, me digas y luego yo puedo ponerlo como, le puedo decir, por lo menos el nombre. Vale, vale, ¿vale? Lo vi en la Hip Hop Skills. Ganó la Hip Hop Skills se va a pasar de esta semana pasada. Ah, ya. Vale. Ya está ahí. ¿Algo más? ¿Tú tienes que decir algo? Nada, veniros a Mallorca a disfrutar. Esto es un paraíso. ¡Bim! ¡Bum!